Ja, Borussia Dortmund hat diesen Spieltag eröffnet am Freitagabend und das mit einem souveränen 3:0-Sieg über den SC Freiburg. Die Geschichte des Spiels ist relativ schnell erklärt. Der BVB war diesmal deutlich besser aufgestellt als noch beim 0:0 in Heidenheim. Hat viel Ruhe gehabt im eigenen Aufbauspiel, hat dadurch den Freiburgern keinen Zugriff gewährt und konnte dann immer wieder offensive Nadelstiche setzen. Zweimal traf Daniel Mahlen, kurz vor Schluss dann noch Niklas Füllkrug. Der Sieg hätte in Summe auch noch höher ausfallen können. Es gab einige gute Abschlusssituationen, oft eingeleitet von Daniel Mahlen, der wirklich der überragende Mann auf dem Feld war. Insgesamt eine sehr souveräne Vorstellung der Dortmunder mit einem sehr, sehr positiven Randaspekt. Kurz vor Schluss hat Trainer Edin Terzic Matteo Morey eingewechselt, der Spanier seit 4,5 Jahren inzwischen in Dortmund, aber ganz, ganz lange verletzt, hat tatsächlich seinen ersten Bundesliga-Einsatz hier vor Publikum absolviert beim BVB. Das gab nochmal Sonderapplaus für ihn in den letzten Minuten, als er da als Linksverteidiger aufgelaufen ist. Ja, ansonsten noch bemerkenswert sicherlich auch hier wieder der Fanprotest. Man kennt das mittlerweile seit einigen Spieltagen, seit einigen Spielen, dass da Tennisbälle und Schokomünzen aufs Feld geworfen werden. Das war auch hier in Dortmund der Fall. In der ersten Hälfte waren es die Dortmunder Fans, die 4-5 Mal das Spiel dadurch verzögert haben, dass immer wieder Bälle aufs Feld geworfen wurden. Dann rückten die Ordner aus, dann wurde es weggeräumt. Dann flogen die nächsten Bälle und Schokomünzen. Dazu gab es Plakate, die den Investoren, die der DFL kritisiert haben, nochmal den Standpunkt der Fans deutlich gemacht haben, die Ablehnung der Fans deutlich gemacht haben. Da war das Spiel für 10 Minuten unterbrochen, in der zweiten Hälfte dann nochmal für 3,5, weil dann Tennisbälle aus dem Freiburger Block aufs Feld geworfen wurden, mehrmals. Das war ein erkennbarer Protest, ein friedlicher Protest. Die Fans haben da ihren Unmut kundgetan. Das hat dem Rhythmus des Spiels in dem Fall nicht gestört. Die Freiburger waren auch vorher schon sehr schwach, verletzungsgeplagt, wie sie aktuell sind. Der BVB, wie gesagt, insgesamt sehr souverän mit einem deutlichen und klaren Erfolg, kann jetzt relativ gelassen auf den Rest dieses Spieltags blicken, ist jetzt mit 4 Siegen und einem Unentschieden gut aus der Pause gekommen und am nächsten Wochenende dann auswärts gefordert.